Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier die Nissan Skyline R34 euch heute hier vorstellen. Finde ich ein cooles Teil, wenn man sie einmal hier so anschaut. Ja, es ist hier eine Rennmaschine. Ja, man kann jetzt da hier die Haube aufmachen bei den guten Stück. Man kann den hier mit Maussteuerung hier die Räder, also die Spurweite einstellen, den tiefer legen und so her. Ja, ein Nachteil ist es, das gute Stück ist leider hier für die Konsolen hier nicht verfügbar. Lockfehler habe ich hier keinen drin. Das ist jetzt hier von ein Oldsmobile hier der Lockfehler, wie wir hier sehen. Und von nicht hier von den Nissan. Gleich noch gerade gesagt, das Ganze. Ja, das gute Stück kostet hier 34.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir hier, so wie da steht, hier bei 1734. Das gute Stück hat eine Leistung von 450 PS, entsprechend hier 331 kW. Manuelle Schaltung, 65 Liter Tank, 271 km/h. Ja, je nachdem, wie gut die Karte dafür ausgebaut natürlich ist und 2,5 Tonnen hier Eigengewicht. Wir haben jetzt hier die Reifenvariante einmal hier Stock hier drauf. Ja, dann machen wir gleich mal hier mal eine andere Felgenfarbe mal zum Beispiel. Wir könnten hier mal hergehen, hier mal das in so Art Gold machen. Das sieht schon mal so her aus. Dann haben wir als nächstes hier so Art, also Stern, da steht immer hier Blitz, steht dann da, dann hier so Speichen, wie wir sehen, dann natürlich hier Speichen mit Tiefbett und dann wieder hier von Anfang an das Ganze, wie wir hier so sehen, das sieht dann so aus, was wir natürlich insgesamt so haben zur Auswahl. Ja, was haben wir noch vor mir? Ja, das sieht schon mal sehr interessant aus. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel hier so die Rennschnauze. Dann normal. Dann hinten haben wir jetzt einen Spoiler drauf, einen kleinen. Dann einen größeren, noch einen größeren. Dann der Standard. Dann haben wir jetzt hier noch einen Schweller. Sind wir hier eingeblendet, ausgeblendet. Dann hier steht hier Stock, das müssen wir noch mal ganz kurz, genau, das war der Auspuff. Da haben wir hier drei, glaube ich, Varianten. Einmal Standard, dann hier Design 1, Design 2, Design 3. Ist schon heftig das Ganze. Dann natürlich noch eine Hängekupplung können wir uns hinzufügen. Hauptfarbe können wir uns auch aussuchen. Da können wir uns ja was Tolles eigentlich so her gestalten, wo man sagt, ja, das würde man gerne natürlich verwenden. Müssen wir mal schauen, was hier dazu passt. Da könnte man ja doch Gelb wiederum dazu passen. Oder jetzt zum Beispiel hier das von JZB. Ja, das wäre dann so her. Kaufen wir einfach mal so her. Kennzeichenwahl hat er leider hier nicht. Ihr könntet das mit einem Mod natürlich habt, dann noch hinzufügen. Da gibt es ja also einen Mod dazu, habe ich gesehen. Ja, da haben wir jetzt hier also der Standard. Der 1 ist bescheuert, das war schon damals so. Da ist hier die Haube, kann man durchschauen, komischerweise, von der einen Seite. Da haben sie irgendwas nicht richtig gemacht. Hier haben wir jetzt, wie wir sehen, hier das gute Stück zweimal dastehen. Da habe ich ja probiert gehabt, ob der hier natürlich wegen Verschleiß und Verschmutzung, man sieht mal, habe ich 100% Schaden da, habe ich auch probiert mit den, also Verschleiß und natürlich hier mit dem Schmutz, geht leider hier nicht, das Fahrzeug ist nicht waschbar. Ich denke mal, wir steigen jetzt gleich hier in den hier mal ein. So, schaut mal. So, mit X, wie gehabt, können wir hier die Haube öffnen. Hat halt keinen Lüfter drin, wie wir hier sehen. Hat aber einen Sound schon mal drin. Wir können jetzt hier mit der Maussteuerung, machen wir auch gleich, können wir jetzt hier vor und zurück, können wir es also tiefer legen. Wir können hier die Reifen rausziehen, wie wir sehen.
Natürlich solltet ihr immer dabei das bedenken. Ihr müsst ungefähr das so machen, wie das Ganze natürlich optisch her passt. Jetzt mit der rechten Maus hinten natürlich. Könntet ihr auch noch her, aber müsst dann halt bedenken, dass das nicht ruppelt hier. Also, wir haben im Spiel eigentlich, kann ja nichts ruppeln. So, müssen wir mal schauen, so her. Können wir das so machen? Ja. Sieht nicht schlecht aus. Wie wir sehen, hier ist es ein Rechtsfahrer. Kommen wir gleich mal den Thatcher testen. Da sehen wir mal hier, wir haben hier so eine halbstündige Kupplung drauf. Da ist auch der Thatcher-Punkt zu tief. Dynamische Schläuche haben wir leider keine. Ich bin auch mal ganz gespannt, wie schnell der Hobel natürlich geht. Weil er geht schnell, also auf mit der Geschwindigkeit. Wow. Hui! Ja, Hupe hat er auch immer, ja. Wir sind schon auf 150 oben, 180, 200, 220, 230. Oh, bei 230 war Schluss. Also wie wir sehen hier, er wird relativ schnell. Mit denen könntet ihr also, wenn ihr eine Karte habt, wo ihr Rennen fahren könnt, natürlich Rennen fahren. Also der wäre nicht schlecht, wie man hier gerade sieht. Kürzen wir mal ab. 200. 230. Hui! Jawoll, wie wir hier gerade hier sehen. Also, sicher landen tun wir auch. So, bremsen wir mal. Boah, bremsen, das funktioniert ganz gut. Jetzt natürlich machen wir an dieser Stelle natürlich auf die Schnelle unser Lichttest. Oh, die Scheibenwischer funktionieren auch. So, Blinker, wie wir sehen, funktioniert. Einmal F geschalten. Oh, es stinkt. Reflexion, ja, ist nicht so, aber es ist schon grell, das. Also ist normal nicht. Zweite Mal F, dritte, vierte. Eins, zwei, drei, vier. Da haben wir hier mit nur mit 5, nur mit 6. Nur mit 6, nur mit 5. Boah. Linke Kontrolllampe, wie wir sehen, haben wir leider nicht. Also Armaturbeleuchtung schon. Wie wir sehen, Drehzahlmesser, das funktioniert alles. Und Tacho auch. So, jetzt gehen wir wieder an unser Tagesprogramm über. Jedenfalls, ich finde, es ist eine coole Kiste so her. Schauen wir nochmal ganz kurz mal, ob hier vielleicht ein Schalthebel noch was animiert ist. Nö. Das fahren wir nochmal mal hier in der Runde im Kreis. Mal schauen, wie gut er hier ist. Oh, der geht. Mal sehen hier. Da kannst du Tokyo Drift hier spielen. Boah, schiebt sogar hier Manitou weg. Aber wie gesagt, also ich finde es nicht schlecht. Es gehört noch ein bisschen was dran gemacht. Also er ist nicht waschbar. Lackverschleiß, sowas hat er auch leider nicht, wie wir gesehen haben. Er lässt sich eigentlich doch relativ ganz gut fahren. Wenn ihr dürft halt nicht irgendwo Dinge anhetzen. Das sieht man hier, bleibt dann irgendwo bicken. So. Schauen wir uns noch mal die Lok an. Da sehen wir hier, die Lok ist immer noch lokfehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen natürlich, wenn ihr wieder reinschaut. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.